Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier bei der Phantom Arena. Wie ihr vielleicht im Hintergrund schon seht oder auch im Titel erkannt habt, ich bin mal wieder auf dem Hamburger Dom. Nach einem Jahr Pause bin ich endlich wieder in Hamburg und der Hamburger Frühlingsdom. Hier gibt es wirklich sehr viele tolle Attraktionen. Ich freue mich endlich wieder in Hamburg zu sein. Ich werde heute den ganzen Tag da sein, natürlich auch mit Sarah und Moritz, die Gardenen irgendwie lockt, beginnen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Ihr seht jetzt gleich, was ich hier am Tag erlebe. Wir sind am zweiten Tag halt hier. Heute ist Samstag. Gestern hat der Dom eröffnet. Und was wir erleben, das erfahrt ihr jetzt gleich nach dem Intro. Also viel Spaß! Hallo zurück im Video. So, ja, wir sind wie gesagt auf dem Hamburger Dom heute und ihr wundert euch wahrscheinlich, warum ich das hier aufhabe. Auf dem Hamburger Dom ist überall Maskenpflicht auf dem ganzen Platz. Wird zwar ein bisschen anstrengend werden, aber überall gibt es halt Lockerungsmaßnahmen, aber hier auf dem Dom halt noch nicht. Viele Leute halten sich nicht dran, wir sind aber Vorbild und machen das. Moritz und Sarah sind natürlich auch am Start. Ich penne auch heute in Hamburg, das heißt, wir müssen halt nicht nochmal 4-5 Stunden nochmal zurückfahren, so wie wir sonst halt machen. Haben uns hier das Mercure Hamburg Mitte ausgesucht. Ist jetzt nicht das günstigste Hotel, aber auch nicht das teuerste, aber es ist fußläufig von hier und deswegen ist das halt ganz cool. Ansonsten habe ich noch jemanden dabei, den kennt ihr gar nicht. Und zwar der Stefan, alter Arbeitskollege von mir, genau. Und ja, wir zusammen werden jetzt hier ein bisschen rumgehen. Es ist wirklich krass, also wir sind jetzt gerade eben schon mal vor Start eine Runde gegangen, hier war nichts los. Und jetzt haben wir gerade die Ansage hier, dass willkommen, herzlich willkommen zum Dom. Und auf einmal ist ja die Luzi los, ne? Es ist direkt voll. Sehr, sehr cool. Wir warten natürlich noch ein bisschen, bis auch in den Fahrgeschäften, die wer sitzt, weil ganz alleine fahren wollen wir auch nicht. Aber es geht jetzt los, Musik ist auch noch keine da. Wir haben zum Beispiel hier den Höllenblitz lange nicht mehr auf dem Kirmesplatz gesehen, aber dazu kommen wir nachher hier im Video. Lass uns erstmal ein bisschen ankommen und dann geht's hier los. Erste Attraktion des Tages hier die Wilde Maus XXL. Lange nicht mehr gefahren, hatte hier auch noch so einen kleinen Funhouse-Part. Gibt es natürlich auch wieder in VR. Ihr seht jetzt das Online, viel Spaß. So, geht los! Oh Gott. Oh, was für dicke Leute. Ha ha ha!
windschnittig. In alle Richtungen. Boah. Beginnt. Und zwar bei Big Monster. Letztes Mal in Soos gefahren. Ich glaube, ich selbst, weiß ich nicht, zum ersten Mal hier auf dem Dom. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nicht, wie oft das hier auf dem Dom steht, aber ich sehe zum ersten Mal hier auf dem Dom stehen. Kramers Big Monster, auf jeden Fall ein Klassiker. Und natürlich muss Big Monster gefahren werden. Das heißt, wir steigen ein und ihr seht ein Onride. Ich heiße euch herzlich willkommen und wünsche euch eine angenehme Kaufzeitfahrt. Da bringen wir so ein bisschen Schwung in die Kiste. Auf der weichen Welle. Der Nachwuchs war mal dran am Drücker. So auch noch nicht gehabt. Man hört. Aber es sind trotzdem die gleichen Sprüche. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ich muss ganz ehrlich sagen, viel länger wie in Soos, wenn man abends in Soos halt geht. Eine Minute 50 und dann war es das, weil das Ding auch eingerannt wird. Jetzt haben wir gerade mittags. Es ist noch nicht so viel auf dem Platz. Ich bin außer Atem, weil ich habe. Das ist schon ein bisschen anstrengend. Ja, weil halt noch nicht so viele mitfahren wollen. Ne? Aber deswegen ist halt hier auch ein bisschen. Die Fahrt ein bisschen länger jetzt gewesen. 4,50 haben wir jetzt bezahlt.
gleicher Preis wie Soos. Hat aber mega viel Spaß gemacht. So, ihr Lieben, wir gehen weiter über den Platz und der Dom, der jetzt da steht hier. Ja, diesmal der einzige Breakdance. Ich war schon mal ein Jahr hier, da war der von Andrea Westermann und der Domdancer am Start. Immer nur im Winter. Immer nur im Winter, oh, okay. Ist das immer so? Ja. Ach krass. Aber sonst immer nur Domdancer? Ja. Okay. 4,50, ne? 4 Euro. 4 Euro. Wir haben ja gesagt, ach komm, mega teuer. Heutzutage ist das ganz normal. 4 Euro für einen Domdancer, der Breakdance, der immer hier auf dem Dom steht, deswegen auch Domdancer, steht jetzt gleich hier vorne vor uns und ja, den werden wir jetzt gleich mal fahren. Ja, oh, man sieht auch, wie gut er angenommen wird jetzt schon. Es geht halt immer ruckizucki rein und raus und wir hoffen jetzt auch gleich ein Plätzchen da drin zu finden und dann seht ihr jetzt ein Onride vom Domdancer. Viel Spaß! Schade, ich bin gerade eine Runde gefahren, aber die Kamera wollte irgendwie nicht. Ich habe aber 2 Chips. Wir fahren heute Abend nochmal, dann sind wir heute auch noch von der Nachtfahrt. Es ist so krass, wie schnell die Leute raus sind und wie schnell die nächsten Leute hier drin sind. Das ist unfassbar, wie das Ding jetzt schon eingerannt wird. Und wir haben Mittag oder Nachmittag. Das ist mega krass. Macht auf jeden Fall sehr viel Laune. Ich muss gerade ein bisschen durcharbeiten. Das war wieder der erste Breakdance der Saison. Das ist bei mir immer so ein bisschen, ich muss mich erstmal wieder dran gewöhnen. Aber es ist mega, mega geil gewesen. Und heute Abend, wie gesagt, seht ihr dann auch eine On-Ride. Hoffe ich dann mal, wenn die Kamera dann wieder mitspielt. Tut mir leid, aber manchmal ist es einfach. Es ist soweit, wir sind zurück beim Chaos-Panel. Es ist jetzt mega voll dort. Wir haben hier so später und irgendwie alles groß wird jetzt irgendwie eingerannt. War eigentlich logisch, aber wir gehen jetzt rein, holen so eine Karte und fahren eine Runde und ihr seht hoffentlich das online. Ja, komm, alles da, pack was an, nehmen wir es immer auf hier. Nehmen wir den Fußballer rein, sonst schauen wir durch hier. Spiel und Spaß, das Ballwerk. Die Maschine. Wer schafft die Kurve mit der Runde? Hey, hey. Ach schon. Alles dreht sich. Hat leider nicht gepasst. Ich weiß nicht. Also ich weiß auf jeden Fall, dass das Chaos-Panel vorher in der Mitte, auf der rechten Seite, etwas größere Sitze hatte. Also damals in Düsseldorf. Da habe ich locker reingepasst. Gut, das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Aber in anderen Sachen konnte ich auch rein. Aber hier ist halt, ihr seht, die ganze Q-Line voll. Und die wollen halt einfach nur abfertigen. Da gesagt, direkt raus. Und das Lustige ist, wenn ihr eine Karte gekauft habt, hier gibt es so einen kleinen Aufkleber. Du kannst die Karte nicht aber zurückgeben. Aber ansonsten ist es halt echt ein tolles Fahrgeschäft. Also wenn ich das mit damals, also ich habe es einmal gefahren, jetzt in Düsseldorf war. Und ja, wenn ihr einen On-Ride wollt, dann guckt mal Moritz auf dem Kanal, denn er ist jetzt auch gerade wieder mega begeistert davon. Und ja, schade, aber macht jetzt nichts. Also ich bin auch ein bisschen froh, aber Stefan ist halt zum ersten Mal gerade gefahren und? War geil. Ja, war gut? Ja, erschreckend, aber geil, ja. Also gerne wieder. Ja, also ich fand es damals auch cool. Aber mich ärgert es natürlich jetzt nicht, dass sie da mal ein bisschen gedrückt haben. Die haben halt einfach gesagt, ja, nee, sorry, dann muss ich direkt wieder raus. Also das ist, klar, ist also ein bisschen. Hätten wir heute Nachmittag gefahren, dann wäre hier vielleicht ein bisschen mehr Action gewesen, beziehungsweise hätten die vielleicht ein bisschen mehr probiert. Kann man aber auch verstehen. Blöd ist natürlich, dass man dann halt den Chip nicht wieder umtauschen kann. Den hat Sarah jetzt für ihre Sammlung. So. Rein geht's in Dr. Archibald, Master of Time, Volume 2. Scheint neu zu sein. Ich habe absolut keine Ahnung, ob neuer Film oder sonst was. Wir werden es jetzt rausfinden. Ja, es ist ein Dark Ride, muss man ganz ehrlich sagen, aber was für ein Teil. Guckt euch das an. VR Experience heißt, ihr bekommt Brillen, ihr seht es.
und fahrt hier rum und es wird ein Film gezeigt. Es ist halt nur so, ja, ich kann euch diesen Film natürlich leider nicht zeigen. Ich kann natürlich darüber nachher sprechen. Es ist, also, da haben wir schon oft drüber geredet. Ich bin es halt auch in London gefahren. Ich bin schon in so vielen, auf so vielen Plätzen gefahren. Aber jetzt scheint was Neues zu sein. Und wir gehen jetzt einfach mal rein. Ihr seht hier diese Anstehschlange, die Q-Line. Hier kommt gleich auch noch eine Pre-Show normalerweise. Ich weiß nicht, wie das jetzt ist. In der Zeit von Corona. Wir gehen einfach mal rein und gucken uns den ganzen Laden an. Gucken, ob was neu ist und ob es überhaupt eine Pre-Show jetzt gibt. Also hier ist schon mal nichts. Handys verboten zu nutzen. Ja, wir haben ja kein Handy, sondern eine GoPro. Hier war doch immer der Herr Archibald. Wo ist er denn hin? Hier war immer eine Animatronic. Naja, auf jeden Fall, wir gehen jetzt hier mal kurz durch. Wir warten jetzt noch ein bisschen, bis wir halt dran sind. Und es ist halt einfach übertrieben für eine Kirmesattraktion, was hier immer aufgefahren wird. Na gut, also ich muss halt auch nicht immer so oft fahren, weil es ist halt schon teuer. Und wenn man es einmal gesehen hat, dann hat man halt auch irgendwie erstmal alles gesehen. Jetzt, wie gesagt, ist es Volume 2. Das Ganze kostet hier 7 Euro. Ich bin lange nicht mehr gefahren. Ich glaube, ich bin das erste Mal hier auf dem Dom gefahren, glaube ich, damals. Bei der Premiere. Ja. Ja, hier wird immer. Hier wird immer irgendwas Neues gemacht. Hast du eigentlich diesen Dinosaurier gesehen, der da hinten am Ausgang steht? Ich glaube, ich habe den auch noch nie gesehen. Ja, da, der ist schon immer da. Der war schon immer da. Eigentlich ein Kostüm. So. Naja, ihr seht jetzt gleich ein Stück von Onride, aber ich filme mich jetzt. Oder uns. Mit der Brille auf. Wie gesagt, das ist ja doof. Ich kann euch den Film nicht zeigen. Aber ich kann euch nachher sagen, ob da ein bisschen was anders ist oder nicht. Wir gucken uns das jetzt mal an. Ja Leute, wo ist denn hier der Ton? Hier ist aber nichts, ist das normal? Nee. Ich hab gar keinen Ton. Hey, was ist denn hier los? Dann müssen wir gleich Bescheid sagen. Das ist doch nur Schwachsinn. Das ist nicht gut. Da ist ja ein. Ja, aber ich hab keinen Ton, Alter. Hörst du was? Ja, aber ich bin total unscharf. Ich hab mir das so ganz aufs Auge gemacht. Ey, was ist das denn? Warum ist denn hier kein Ton? Das ist ja voll die helle Halle einfach. Hast du das Ding abgenommen? Ja, Alter. Was man nicht sehen. Oh, da ist ein Drache. Boah, das ist die beschissenste Fahrt, die ich jemals hatte, ganz ehrlich. Was ist denn hier los? Oh, ein Drache! Oh, was macht er denn? Und was jetzt? End of the Journey. Ja toll, ich hab nichts gesehen. Kein Ton, kein gar nichts. Ich hatte auch kein Bild. Also Leute, das war ja wohl heute mein Satz mit X. Gucken wir jetzt hier nochmal kurz. Also es ist so krass, was sie hier alles haben. Es gibt ja halt auch den Soundtrack hier zu kaufen. Es gibt Schlüsselanhänger. Hier diese Zertifikate mit diesen großen
Tickets, also das ist schon krass. Nö, also ganz, ganz leise. Ja, nur. Ich auch, so ab und zu irgendwie. Die haben auch die Strecke verändert, kann das sein? Weil das Gestänge am Ende stecken. Ja? Und früher bist du am Ende immer so. Und jetzt ging es nur ganz lange geradeaus. Ja, aber ich finde es halt sehr traurig. Also es ist halt sehr, sehr schlecht. Hab ich auch gemacht. Also das Gesamtpaket. Also ich fand den Film, den neuen, ein bisschen cooler tatsächlich so als den alten. Ja, aber ich habe die Story nicht verstanden. Nö, hab ich auch nicht. Weil es war halt auch kein Ton da. Aber auch das Drumherum, hinten kein Wasser drin, vorne die Pre-Show fehlt. Hab ich auch. Der Tunnel, man dreht sich nicht, der Tunnel ist kaputt. Ich glaube, der hat sich noch nie gedreht. Boah, mein Vater ist gewillt. Aber kein Wasser da, wo man durch die Pilze geht, hier, dieses, wenn man rausgeht. Die Pre-Show war nicht an. Dann früher hatte man auf den Ohren hatte man die Kopfhörer. Jetzt stehen die ja so ein bisschen an der Seite ab und das ist so minimal leise. Man hat überhaupt nichts verstanden. So, deswegen kann man auch die Story nicht verstehen. Es gibt halt noch diesen Wald am Ende mit diesen Pilzen, den ihr vielleicht kennt, aber alles andere ist sehr viel, was neu ist. Aber es ist sehr traurig, wenn man halt sieht, was das hier für ein Apparillo ist und was das hermacht. Und wenn man auch weiß, wie dieser Ride halt war. Also das war nichts. Also es war unscharf, manche Szenen kamen halt auch erst viel zu spät irgendwie. Ja, vorne und hinten fehlt halt was und dann 7 Euro dafür, ich weiß nicht. Also es ist halt nicht so prickelnd gewesen. Wie fandst du was? Stefan, du hast es jetzt zum allerersten Mal gefahren, ne? Bitte? Fandst du das jetzt mal bis jetzt zum allerersten Mal mit sowas gefahren? Ja, ich fand es jetzt von außen hui und von innen jetzt nicht unbedingt so cool, weil es halt auch nicht so funktioniert. Ja. Aber ja, kann man mal machen, muss man aber nicht. Muss man aber nicht, ja. Also wie gesagt, etwas vorher mal gefahren, da war das halt auch ganz anders. Da hättest du halt auch noch ein bisschen mehr Spaß gehabt. Vor allem hast du auch von der Story verstanden. Nee. Aber hättest du dann aber hier gar nichts mehr. Man sieht halt nur ein paar bewegte Bilder und das war's. Schade, dass das aus dem Ride geworden ist. Ich hoffe, dass das halt in den Griff kommt in den nächsten Wochen oder auf den nächsten Plätzen. Nur das als vollständigen Ride anzukündigen oder hier zu präsentieren, ist leider nicht so toll, finde ich. Ah ja, vielleicht noch fairerweise, wir haben halt gesagt, dass wir nichts gesehen haben, richtig bei dem ersten Fahrt und auch nichts gehört haben. Wir durften dann nochmal fahren. Das Bild war besser, aber der Ton war immer noch nicht da. Also fairerweise, wenn ihr halt Probleme habt, könnt ihr es immer sagen, ihr könnt nochmal fahren. Aber es ist trotzdem halt, ja, nicht das, was es mal war, leider. Wir sind jetzt gerade mal mit dem Domdancer gefahren. Alter, so ein Stress da. Es ist so krass, wie die da die Leute rein und raus prügeln. Also innerhalb von 20 Sekunden ist das Ding wieder voll. Da wird dann halt gehupt und gehupt und dadurch gehen die Leute halt so viel schneller raus und die Leute, die halt rein wollen natürlich ganz schnell rein, damit sie Sitz haben. Ist eigentlich so eine gute Taktik. Ja, also huiuiui. Also das war halt ist auch sportlich. Ich glaube, das ist halt aber auch als Reko und Mitarbeiter von so einem Fahrgeschäft. Auch ich glaube, wenn die Schicht beendet haben, die wissen dann auch, was sie getan haben. Also richtig, richtig krass. Jetzt seht ihr hier noch ein paar kurze Ausschnitte von der Fahrt. Also viel Spaß. Yo, 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 yo. Samstagabend, ihr seid bei den geilsten Teilwegen. Yeah! I know
Vorm Höllenblitz. Mit dem, kennt ihr das noch aus dem Serengeti-Video? Na, macht's dir auch Spaß im Höllenblitz? Der Höllenblitz-Rap. Er ist wieder am Start. Ich werde euch jetzt mal. Und dann natürlich auch die, der Höllenblitz an sich, ne? So, ja, stand jetzt wirklich lange Zeit im Serengeti-Park und ist jetzt auch wieder auf Reisen. Ich hätte absolut nicht gerechnet, dass man da dass die Bahn halt noch wirklich auf Reisen ist. Aber hat schon in diesem Jahr wirklich einige Plätze gebucht, praktisch. Ja, und ich würde sagen, wir steigen jetzt gleich auch mal ein hier und fahren eine Runde mit dem Höllenblitz. Eine sehr tolle Indoor-Achterbahn mit drehenden Gondeln, tollen Effekten innen drin. Macht auf jeden Fall immer wieder Spaß. Stefan ist es noch nie gefahren. Deswegen steig mal rein da, würde ich sagen. Oder? Oder hast du Angst? Nein. Ich hab keine Angst, ey. Nach der Bälle nicht mehr. Hui! Der Ton fehlt. Einiges getan, also neue Flügel, ich weiß gar nicht, ob die im Serengeti-Park hier auch hatten. Auch das Fahrwerk ist irgendwie neu. Ja, alles ganz okay. Leider waren nicht alle Effekte an, auch die Durchsagen waren nicht an. Und es gab kein Feuer. Ich weiß nicht, ob das jetzt gar nicht mehr ist oder jetzt nur wegen der aktuellen Lage oder kaputt oder weiß ich was. Auf jeden Fall war es nicht an, aber war trotzdem eine tolle Fahrt. Musik da drin war jetzt auch ganz leise, aber es ist ein schönes Gerät, immer noch. Solltet ihr auf jeden Fall mal fahren, falls ihr es noch nicht gemacht habt, aber ich glaube, die meisten von euch kennen die Bahn. Essen! Endlich vor Essen, wir haben noch gar nichts gegessen den ganzen Tag. Wir sitzen hier gerade im Barbecue-Haus, das ist also ein... Ja stimmt, eine Fischfrikadelle haben wir ganz normal, aber sonst nichts. Die Barbecue-Haus heißt es hier, ihr seht hier hinten auch mal kurz, da die ganze Karte, hier gibt es halt Burger. Und Fritten mit Topping, wie hier so Käse, Bacon. Eigentlich gar nicht so teuer für Kirmes, finde ich. Wie viel kostet der normale Cheeseburger? 5 Euro oder 6 Euro oder so, ne? 7, ja, okay, trotzdem günstig. Nee. Ist aber trotzdem, geht halt eigentlich. Ja, ich habe hier so einen Bacon-Burger. Bacon, Barbecue, irgendwas. Also das war so krass. Also man kann hier bestellen. So, dann kann man mit dem Namen halt aufgeschrieben und dann kriegt man es zum Tisch gebracht. Hier hinten sind halt noch viel mehr Tische, aber das hat nicht viel Platz für uns. Und wir haben es gerade bestellt und hingesetzt und dann war das Essen schon fertig. Richtig, richtig krass. So, und das sieht lecker aus und deswegen wird das jetzt verspeist. Yummy! Mmh, Bacon.
Das ganze Leben ist besser mit Bacon, egal wo drauf. Eine Runde Wasserbahn, ja, Atlantis, ole ole, wir gehen rein. Am späten Abend noch eine Wasserbahn fahren, so muss das sein. Oder kann man... Ich rutsche! Ich hab die Kurve, wir halten. Alter, ich rutsche so weg. La 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 la. Alter, dieses Lied gibt's auch mit 130 Texten, ne? Halleluja! Die Manöse ist leer! Oder das Schild aus! Kuddelmuddel! Leute, warum machen wir das? Ich kann mich hier nicht festhalten, da bringt ja nichts. Belverde-Park einstimmen. Scheiße. Die Manege ist leer. Alter, man kann den eher nicht festhalten. Alter, ich hab so Angst. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Mein Arsch! Oh mein Gott, nein, 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 nein! Leute, ich kann meine Schuhe nicht hochheben. Ist alles nass. Es klebt alles. Wer macht denn so? Eine einzige Pfütze. Also ich habe noch nie so eine Kirmesbahn so nass gesehen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass es an unserem Gewicht liegt, aber ich glaube, es liegt an unserem Gewicht. Ja, aber schön. Also mein Arsch ist nass, meine Schuhe sind durch, läuft. Ja Leute, wir sind ja eben schon mit der Wehenmaus XXL gefahren. Ich habe euch noch vergessen zu sagen, was ich aber sehr cool finde und was man auf jeden Fall erwähnen sollte. Denn in der Kasse steht ein kleiner Hinweis, falls ihr ein ukrainisches Pass habt und aus der Ukraine kommt, und das vorweisen könnt, dürft ihr kostenlos fahren. Das steht da auf Ukrainisch, keine Ahnung, aber auch auf Deutsch. Und finde ich eine super Aktion. Ich weiß nicht, ob es das bei anderen Fahrgeschäften gibt. Ich habe extra ein bisschen drauf geachtet. Bisher habe ich es nirgendwo gefunden, außer bei der Wehenmaus. Aber das ist auf jeden Fall Daumen hoch. Wie gesagt, Ukrainer mit dem ukrainischen Pass dürfen aktuell die Wehenmaus kostenlos fahren. Schlimm ist ja in der Zeit, wo ich hier nicht auf dem Gumm war Schmalzkuchen, Vermissung, weil bei uns in NRW gibt es was auf der Kirmes nicht. Hier gibt es das an jeder Ecke und jedes Mal überlege ich, wo hole ich das, wo ist es am leckersten. Da waren jetzt an dem Stand, ich weiß nicht von wem, das hier wird auf jeden Fall und zwar mit Schoki und ich habe jetzt mal mit Schoki Vanilleschoki und du hast mit Vanillesoße, aber ist untergegangen. Schmeckt dann trotzdem ein bisschen. So, ja, also ich finde das hier super, super lecker, das gibt es bei uns nicht, deswegen muss ich das hier jetzt mal holen. Und jetzt schnabuliere ich das mal. Die sind frisch und warm und lecker. Ihr Lieben, der Abend endet. 12 Uhr, zack, alles duster. Deck, alles zugemacht. Krass. Voll heftig. Der komplette Platz. Du kriegst nichts mehr. Kurze Sache, wollte ich glaube ich hier gerade noch hier so ein bisschen Schmalzkuchen. Nix. Deswegen bin ich froh, dass ich meine Schuld im Bauch habe. Ja, also war ein bisschen wenig Gequatsche, aber muss auch mal sein. Wir haben den Tag heute sehr genossen. Viel Schönes gefahren. Ich bin ein bisschen traurig, dass ich das Gerät nicht mehr gefahren habe. Jetzt am Ende hatten wir nochmal die gleiche Fahrt wie heute Nachmittag, also die etwas längere Fahrt. Ist aber klar, wenn halt viel los ist, ihr kennt es halt auch von anderen Sachen, von anderen Kirmesattraktionen, dass dann die Fahrt halt immer ein bisschen kürzer ist. War aber auf jeden Fall sehr schön. Wetter hat auch mitgespielt, jetzt wird es ja langsam wieder ein bisschen frisch. Das war es jetzt erstmal hier aus Hamburg. Ich war froh, wieder hier zu sein und morgen geht es nochmal weiter. Dann bin ich nämlich zum ersten Mal in Münster auf dem Send. Oder? Fallen wir? Ja, klar. Ja klar, Stefan ist morgen auch noch mit am Start. Ich bin auch noch mal. Du bist deine erste Kirmes seit wie vielen Jahren? Boah, keine Ahnung, 6, 7. Siehst du? Aber war schön. Ja. War schön. So, ja, wir gehen jetzt ins Bett. Wir machen, oh, das sieht jetzt richtig aus. Wir machen jetzt Bubu. Wir sind hier in Merkur im Berlin-Mitte, ne, heißt das? Ja, Berlin-Mitte. Hamburg. Berlin-Mitte, genau. Tag und Nacht.
So. Und ja, hier pennen wir dann noch und dann können wir morgen in aller Ruhe dann nach Münster fahren. Da ist der Berliner Fernsehturm. Ja, ja, hier hinten, habt ihr den schon gesehen? Wo ist er? Ne, der leuchtet noch. Wo ist er denn? Da. Ja, aber hier in der Kamera. Auch da. Ach, da. Guck mal, der fährt sogar. Da ist er, der Berliner Fernsehturm. So, ja, also danke fürs Zugucken. Abonniert den Kanal, falls ihr noch Bock habt, weiteres zu sehen. Von Freizeitparks oder von Kirmesplätzen. Lasst ein Like da. Und abonniert und kommentiert fleißig, das wollte ich sagen. Wir sehen uns in einem anderen Video hier bei der Funtime Arena. Macht's gut. Tschüss. 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 Ciao. Achso, tschüss. Ja, tschüss. Malte war übrigens auch da. Habe ich das eigentlich erwähnt? Hallo, da ist er. Ich bin wieder weg. Tschö, Malte. Ciao, Ben. Tschö. Tschüss. Tschüss. Bye. Bye. Ich hab Müll.